zu Asche, zu Staub, dem Licht geraubt. Habe die Transporte befehlsgemäß durchführen müssen. Und ich habe auch gewusst, dass ein Teil dieser Menschen in den Lagern getötet wird. Das muss ich der Wahrheit gemäß bekennen. Ozean der Zeit, ewiges Gesetz, zu Asche, zu Staub, zu Asche, doch noch nicht jetzt. I believe that all the problems in Israel are many samples of problems that reflect the entire world right now. So while we are talking on the situation in Israel, we can have a kind of a picture of other places. So Israel is not just an Israel, at least in my point of view. We are in an era that people are ready less and less to meet each other and to talk, and everybody feels that he is right. There are less and less doubts, there are less and less questions, and people believe that it can be their religion, their nationality. Everybody wants to be right and to hate somebody else. And this is a kind of an atmosphere that you can see it in Israel, of course, but you can see it right now all over the world. You can see the changes in many European countries like Poland, Hungary. You can see even the Brexit in England. You can see the situation in United States of America. So I have a feeling that I belong to the minority right now. And when I start all my activities as a writer, I felt that I have a publicum. I have readers and I have a lot of people to share my ideas. And now I feel that I have a small community who still fights for human rights, for political rights, stand for equality. And it's not obvious now that all those values we achieved after the Second World War are still the values that at least the Western world is fighting for. Ja, schönen guten Abend. Herzlich willkommen in der Bundeskunsthalle hier in Bonn. Der Film, den wir alle gerade gesehen haben, da kommt einem sofort der Gedanke, ja, weil es zu viel ist. Nachdenken über eine Welt aus den Fugen. Das wollen wir heute Abend und ich freue mich sehr, Ihnen folgende Gäste vorstellen zu dürfen. Bei uns heute Abend ist die israelische Historikerin und Schriftstellerin Fania Oz-Salzberger. Herzlich willkommen. Applaus.
Der deutsch-iranische Schriftsteller Navid Kermani. Herzlich willkommen auch Ihnen, Herr Kermani. Die deutsch-französische Autorin und Dokumentarfilmerin Geraldine Schwarz. Willkommen. Der afghanisch-deutsche Religionsphilosoph und Islamwissenschaftler Ahmad Milad Karimi. Herr Karimi. Und der Präsident des Amtes für Verfassungsschutz Thüringen und ehemaliger Generalsekretär des Zentralrates der Juden in Deutschland, Stefan Kramer. Willkommen. Herr Kermani, wann hatten Sie das letzte Mal den Gedanken, jetzt ist es mir zu viel, jetzt reicht's mir? Als der Schrecken sozusagen näher kam an Deutschland, etwa in Form von Terroranschlägen oder so etwas, dann war das für mich ein Déjà-vu, weil ich ja diese Auseinandersetzung, diese Kriege heranrücken sah in all den Jahren. Und ich wusste, dass das, wenn man nichts tut, wenn man die Welt einfach, wenn man sich nicht engagiert, dann wird uns das betreffen. Und das ist sozusagen, also ist es, wie soll ich sagen, der Optimismus des Pessimisten. Also wenn man sowieso glaubt, ohnehin nicht optimistisch ist, dann kann man ja sowieso, muss man ja sowieso weitermachen. Geraldine, wie ist das bei Ihnen? Also ich habe eigentlich schon einen Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, mir ist es zu viel, und es war schon vor 10 Jahren. Also es war mir schon zu viel vor 10 Jahren. Und da war ich schon 10 Jahre lang Korrespondentin für AFP, Agence France-Presse. Da hat man einen Zufluss an Informationen den ganzen Tag, den man dann filtrieren muss und weiter verbreiten muss. Das heißt, man hat den Live-Ticker auf dem Bildschirm, dann hat man noch 3 Fernsehsender, den man den ganzen Tag anschaut. Dann noch die Faxmaschine, die läuft, und es sind natürlich nur Bilder von Krieg und ganz schlimme Bilder, und da muss ich sagen, ich hatte fast einen Nervenzusammenbruch. Es ist einfach, ich glaube, die Technologien haben sich viel schneller entwickelt, als der Mensch das eigentlich ertragen kann. Und ich habe gekündigt, also so weit ging es. Weil ich dachte auch, man kann als Journalist nicht gut arbeiten mit diesem Rhythmus. Und dieser Format von Live-Ticker oder dieser Twitter-Satz, damit kann man keine Komplexität in einem Satz zusammenfassen. Mhm. Also ist man immer im Falschen. Und dann hatte ich auch so diesen ethischen Problem, dass ich dann irgendwie doch lügen muss, wenn ich eine Komplexität in einem Satz zusammenfassen muss. Milad, wie ist das für Sie? Wie ist das für Sie? Wann hatten Sie diesen Gedanken? Ich würde das gerne von Ihnen allen kurz als Einstieg mal wissen. Wenn ich höre, wie viele Menschen sind in diesem Jahr in Afghanistan eigentlich getötet worden? Und ich muss gestehen, ich weiß nicht die Zahl genau. Es gab Zeiten, da wusste ich ganz genau und könnte jeden Tag sagen, wie viele Menschen es sind. Und wenn ich denke, über 20.000, ich habe kein Gefühl mehr dafür. Es ist mir zu viel. Es ist zu viel an dem, was ich begreifen kann. Insofern ist das, dieses zu viel ist, dass sozusagen mich über meinen eigenen Horizont hinausgeht. Sodass dann die eine Alternative wäre, sozusagen sich ganz davon zu schleichen, und das ist in der Tat unmoralisch. Oder die andere Variante wäre, im Wege zu finden, dass es nicht zu viel wird, sondern auch überwältigbar wird, dass man selbst sozusagen anpackt und schaut, was kann ich dafür machen, dass die Welt besser wird. Fania, what do you think? Was denkst du? When was the last time that you thought enough is enough? Well, the easy answer would be the third time that Benjamin Netanyahu was elected as Prime Minister of Israel. But this is scoring an easy point. You know, he's an unsympathetic elected Democratic Prime Minister. So for me, the real enough is enough is to see the collapse of our never again. We had never again here on the board. The fact that Assad, the butcher, is now winning his war and gaining his awards is unthinkable. The fact that Kim Jong-un is becoming a world hero, a so-so candidate for the Nobel Peace Prize, and the best friend of Donald Trump. And the man is more than a butcher. He is a killer of his own people. He's a mass murderer. The fact that we live in a world in which mass murderers are hailed as heroes
is the total collapse of the Holocaust, the after-Holocaust legacy of never again. And let us be quite frank, this jamais plus, ni vida, never again, is broken into pieces in front of our very feet right now. Mm-hmm. Stefan Kramer, als letzter in der Runde, zu dem Genug ist genug. Ein persönlicher Moment, wo Sie sagen würden, da hat es. Wie heißt es so schön, es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von jedem. Es hat schon Momente gegeben und die häufen sich leider in letzter Zeit, wo ich gesagt habe, also jetzt reicht's doch. Also ich erinnere mich an meine erste Zeit bei Ignaz Bubis Seligen Angedenkens, gerade Walser-Bubis-Debatte, vielleicht ein Thema, wo wir später noch drauf zukommen. Dann immer wieder die Diskussionen aufkeimender Antisemitismus, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, so diese Wellenbewegung Anfang der 90er. Jetzt wieder scheinbar eine neue Erhöhung, in ganz Europa ein Rechtsruck, nicht nur in Deutschland. Die Konfrontation auch der, ich sag mal, ehemaligen Blöcke, alles ist irgendwie im Durcheinander. Vor allem auch, wie ich für mich selber feststelle, ich bin jetzt doch schon etwas angegraut, die Atemlosigkeit auch mit den neuen Medien. Und da sage ich ganz offen, gönne ich mir regelmäßig, und ich weiß, das ist ein Luxus, den Moment auszusteigen. Einfach mal abzuschalten, in der Tat ein Buch zu nehmen oder wie ich sage, dann mit meinem alten Land Rover in die Wildnis zu fahren. Bewusst kein Telefon, kein Internet. Das ist Luxus, aber ich merke auch, den brauche ich, einfach um Abstand zu gewinnen, um aus diesem Hamsterrad mal wieder auszusteigen. In welchem Kontext ist das zu verstehen? Und erst würde ich gerne, Herr Karimi, mit Ihnen anfangen, wenn wir über Krieg reden, weil Sie haben es selber erlebt. Sie haben vorhin uns geschildert, dass, wie sehr Sie beschäftigt, dass Sie die Zahlen nicht mehr so haben, wie viele Opfer es in Afghanistan. Sie waren selber als Kind in Afghanistan, sind mit Ihren Eltern, haben dort Krieg erlebt und sind dann mit Ihren Eltern geflohen. 2 Jahre, eine wirklich abenteuerliche, schwierige Reise, um anzukommen. Und heute sind Sie in Münster Professor. Also ein ganz langer Weg. Legt man die Erfahrungen, die Sie gemacht haben, auch die Erfahrung als Kind, legt man die irgendwann ab? Ich habe gedacht, dass ich diese Erfahrung irgendwann mal ablege, wenn wir irgendwann mal einen neuen Ort gefunden haben, wo wir wieder Frieden finden. Und ich muss gestehen, am Anfang war es auch so ein Scheinfrieden in mir eingekehrt. Aber kurz danach hat mich so die Einsicht eingeholt, dass der Krieg eigentlich nie endet. Der Krieg war niemals zu Ende und wir sind niemals geflohen. Ich bin in Afghanistan geblieben. Bis heute. Oder ein Teil von Afghanistan ist mit mir geflogen. Also irgendetwas ist zerrissen und verrissen in meiner Biografie, aber in allen Biografien aller Menschen, die auf der Flucht sind und Krieg erleben. Damit möchte ich sagen, dass so etwas wie Krieg mehr ist als einfach nur ein Konflikt, ein Streit. Der Krieg zerstört die innere Landschaft eines Menschen. Der Krieg hinterlässt Narben und Wunden, die niemals geheilt werden können, weil sie eben echte Narben sind, weil man immer davon in der Weise betroffen ist, dass wir selbst dafür nichts können. Kinder in Afghanistan können nichts dafür. Frauen in Afghanistan haben nie mit dem Krieg begonnen. Sie müssen sich vorstellen, über 1 Million Menschen, und zwar Kinder, sind elternlos auf der Straße. Wer sind Sie, wissen Sie? Und wenn ich Sie mir anschaue, dann sind Sie nicht die anderen. Ich bin der Professor, ich bin immer der kleine Junge in Kabul. Das heißt, dieses Band wird nicht zerreißen. Und das ist auch wichtig. Diese Erfahrungen, die Sie gemacht haben, werden die auch immer stärker, wenn wir, nicht nur über Afghanistan, was auch, aber zum Beispiel der Krieg in Syrien, der uns so lange begeistert und auch diese begleitet und diese Bilder, die man da sieht, werden die Erfahrungen für Sie dann quälend, richtig doch mal? Ist das auch bei so vielen Jahren zurück? Ja, genau. Also der Krieg verjährt nicht. Es ist da und es ist immer anders. Ich glaube auch nicht, dass man menschliche Erfahrungen, und man kann die Länder in gewisser Weise austauschen, die kann man, aber die Erfahrungen kann man nicht austauschen. Die sind je anders, je perspektivisch anders verlagert. Und das ist wichtig, glaube ich, dass wir das vor Augen halten, worüber wir eigentlich reden. Es ist einfach, für mich war schon damals als Kind alles zu viel. Ich konnte es weder verstehen, noch wusste ich, wohin. Das heißt, wenn es sozusagen den ganzen Horizont übersteigt, was ist das eigentlich? Und wie können wir Herr von so etwas werden? Und was ist die Antwort auf Krieg, nicht?
Und die Antwort, die man in Afghanistan kennt und in anderen Ländern auch, Krieg, also Antikrieg. Und ob es sozusagen aus diesem Teufelskreis man irgendwann mal herauskommen kann, um Frieden zu finden, das ist die Frage der Gegenwart. Mhm. Fania, in Israel leben, wie ist es, die Angst vor Terroranschlag und auch Krieg, den im Alltag zu erleben? Also the fear of terrorism, yes. Terroristic attacks in Israel present in your everyday life? Oh, yes, indeed. Let me remind you of a beautiful line by Wislawa Szymborska, who wrote, "We are the children of the age, and the age is political." Mm-hmm. You and you, certainly, and I, and maybe people here in the audience, are directly hit by the shrapnel of history. Sometimes I think that half of mankind today is too post-traumatic to reach a solution, mm-hmm. and the other half is not traumatized enough to reach a solution. But here we have people, and I'm sure also in the audience and in this country, that have been traumatized. And of course, in my case, the Jewish case, but also in the Afghan case and the Iranian case and many others, Palestinian, this is a multi-generational post-trauma. Mm-hmm. So in my case, you know, here we are, meine Schwiegermutter, Lotte Salzberger, was born in Frankfurt am Main, mm-hmm. went with Anne Frank's family to Amsterdam, and ended up, luckily, not in Bergen-Belsen, but in Ravensbrück. Mm-hmm. And the same Adolf Eichmann that we heard here on the video soundtrack met her personally in Theresien and talked to her. Mm-hmm. So, of course, this is a rolling traumatic situation. Mm-hmm. And then we have the Israeli-Arab wars from the Israeli side, hugely traumatic, a great explaining factor for our kind of politics today. Mm-hmm. And of course, hugely traumatic from the Arab side, and especially from the Palestinian side. May I say something about terror, mm-hmm. since you have introduced it? Yeah. I'll try to be brief. Did anybody think why war, Krieg, is one of the most ancient words in human language? But terror, I'm donning my historian's hat here, terror, in the sense we talk about it today, is a modern term. It was not used by the ancient Greeks or the Romans or the Middle Ages. Mm-hmm. Mm-hmm. You begin to think about terror maybe in the 30 Years' War in the 17th century. Why is terror new? And that is because terror is the child of two parents, the old, old war and the new media. You have to be post-enlightenment, bourgeois, living in the comfortable modern world in order for this new weapon to start attacking you. Terrorists are people who target the comfortable. Mm-hmm. Navid, sehen Sie das so? Terror ohne Öffentlichkeit, ohne eine moderne Öffentlichkeit, funktioniert nicht. Terror ist sozusagen eine Eskalationsstufe, die beruht darauf, nicht auf der Anzahl der Toten und nicht auf der Zerstörungsgewalt, sondern darauf, dass dieser eine oder diese 10, 20 Tote durch eine Öffentlichkeit vervielfältigt werden. Mhm. Und Terror funktioniert durch die Angst. Mhm. Jeder weiß, das ist ja banal zu sagen, dass die Wahrscheinlichkeit durch einen Autounfall und so weiter, selbst in Israel, vielleicht sogar in Syrien, das weiß ich nicht, oder in Afghanistan, in Kabul, höher ist als durch einen Terroranschlag. Mhm. Aber der Terror arbeitet eben damit, und da ist er eben sehr, sehr effizient, dass er die Angst freisetzt. Und wir wissen, auch aus der Geschichte, Angst ist das Urmoment des Krieges. Es gibt keine Angriffskriege. Mhm. Selbst alle Kriege, die Sie kennen, sind Verteidigungskriege. Selbst Deutschland hat zurückgeschossen. Erinnern Sie sich. Also es gibt keine, also jeder Rhetorik eines Krieges wird geführt, egal und sei sie noch so lächerlich, sie wird geführt aus dem Moment, wir verteidigen uns ja, wir sind bedroht. Mhm. Das heißt, indem sie Angst freisetzen, setzen sie etwas Irrationales in Menschen frei. Menschen geraten in Panik. Auch Gesellschaften können in Panik geraten. Gesellschaften, wenn man Angst hat, dass das eigene Kind zur Schule geht, dann
das kann, glaube ich, jeder von sich selber sagen, das würde ich von mir sagen, dann denkt man nicht mehr vernünftig, sondern hat eben dieses Kind vor Augen. Und so schafft es Terror mit sehr geringen Mitteln, mit sehr kleinen Mitteln, eine gewaltige Wirkung zu erzeugen, die viel größer ist, oft, als die Wirkung von modernen Armeen. Gegen die modernen Armeen der Amerikaner, der Israelis, kommt ja niemand an. Aber indem man diese Nadelstiche versetzt, schafft man es, und ich glaube, die israelische Gesellschaft ist ein Beispiel dafür, wie eine Gesellschaft hysterisch werden kann. Also indem man immer wieder Terroranschläge gegen zivile Opfer, gegen zivile Angriffe setzt, schafft man es, eine Atmosphäre der Angst herzustellen. Und natürlich ist genau das, was der Terror will. Der Terror will ja, dass die andere Seite immer radikaler wird, dass immer radikalere Führer an die Macht kommen, die wiederum Gründe geben dafür, dass die Opferseite sozusagen sich auch radikalisiert. Und wir sehen, dass sich in den letzten 10, 20 Jahren mit dem Einsetzen entweder des islamischen oder islamistischen Terrors genau diese Eskalationsstrategie wirklich mustergültig aufgegangen ist. Also genau das, was Terroristen wollen, nämlich diese Hysterie in Gang zu setzen. Wenn Sie auf die Landkarte schauen, dann ist der gesamte nahöstliche Bereich in diese Hysterie hineingeraten. Und die Menschen bringen sich gegenseitig um. Im Nahen Osten haben wir beides. Also wir haben Krieg und Terror, ja, auf beiden Seiten. Macht das einen großen Teil der Unsicherheit aus, über die wir hier heute Abend diskutieren? Und dieses, weil wir nicht wissen, wie es weitergeht? Ich bin immer wieder gefragt worden, auch früher in meiner Funktion als Generalsekretär, wo fühlst du dich sicherer? Du musst doch wahnsinnige Angst haben, wenn du nach Israel fährst. Und das war jetzt nicht nur Show, weil es politisch opportun wäre, sondern ich habe aus tiefster Überzeugung immer geantwortet, ich fühle mich in Israel eigentlich wesentlich sicherer als hier. Nicht, weil dort die Wahrscheinlichkeit eines Terroranschlages geringer wäre, im Gegenteil, das sagt jede Statistik aus, dass die dort wahrscheinlich höher ist, aber dass der Umgang mit der Frage von Sicherheit, wie achten wir aufeinander, wie achtet man auf ein Gepäckstück, was abgestellt ist oder wie geht man mit bestimmten Dingen um, zumindest bei mir so verhaftet ist, dass ich sage, in Israel ist die Wahrscheinlichkeit, dass mir was passiert, eher geringer als umgekehrt und ich habe selber mehrere Anschläge auch in Israel während meiner Besuche sehr hautnah zum Teil erlebt. Zum Glück bin ich immer unbeschadet geblieben, aber es war jetzt auch nicht irgendwie so eine fiktive Geschichte, sondern es war einfach ein Gefühl von Sicherheit. Und zwar weniger, weil ich gesagt habe, die Polizei wird es schon machen oder die Armee wird es schon machen, sondern weil das Gefühl innerhalb der Gesellschaft mit den anderen zusammen war, wir achten aufeinander und versuchen damit, dem etwas entgegenzusetzen. Aber trotzdem bin ich auch bei Fania, das macht natürlich etwas mit einem Volk, auch mit einer Generation. Das gilt für alle Völker im Nahen Osten. Wenn man über Generationen hinweg immer wieder mit diesem Blick nach hinten, dem Blick unter das Auto oder sonstigen Dingen aufwächst, es schafft Unsicherheit, es schafft auch Aggression. Und da sind wir dann wieder aber auch bei dem Thema, vieles wird natürlich auch von denjenigen beschleunigt und auch mal nach oben getragen, die sich Vorteile von einer solchen Situation versprechen. Und das sind, das muss man fairerweise sagen, nicht nur diejenigen, die den Terror verbreiten, sondern auch andere, die glauben natürlich durch den Terror möglicherweise eigene Ziele, sei es im Bereich der Sicherheitsgesetzgebung, sei es im Bereich der Aufrüstung, das muss man dazu sagen, natürlich auch dort einen weiteren Schritt nach vorne zu kommen. Und da fällt mir nur ein, ich habe gestern Abend zufällig, irgendwie um runterzufahren, einen Film gesehen, Ausnahmezustand, wo es genau um die Frage von Anschlägen in New York ging, ein alter Film, wo es um die Frage ging, wie wird dann der Rechtsstaat plötzlich über Bord geworfen, weil man glaubt, mit allen Mitteln den Terror zu bekämpfen und am Ende tut man genau das, was die Terroristen eigentlich wollen, man gibt seine eigenen Prinzipien auf. Und das ist dann die schwierige Frage des Ausgleichs oder der Waagschale zwischen Freiheit auf der einen Seite und Sicherheit auf der anderen Seite und ich denke, darüber beschäftigen wir uns in unserer Gesellschaft viel zu selten. Milat. Ja. Ergänzend, glaube ich, zu den beiden Seiten wollte ich noch hinzufügen, dass der Unterschied zwischen einem Krieg und einem Terror ja gerade darin besteht, dass der Terror unbestimmt ist. Das ist gerade diese Unbestimmtheit, die Angst verbreitet und zugleich die Allgegenwart. Schauen Sie sich die islamistischen Terroristen haben eine ganz bestimmte Haltung. Sie sagen, uns ist nichts heilig, bewahrt zu bleiben. Wenn ich als Terrorist so denke, dass nichts heilig ist, nicht einmal die Kaaba in Mekka, nicht mal ein Grab des Propheten in Medina, dann ist
Terroranschlag überall jederzeit möglich. Und wenn ich das verstanden habe, dann ist nirgendwo Sicherheit gegeben, weil jeder Ort davon betroffen sein kann, selbst wenn ich die Pilgerfahrt in Mekka vollführe. Das ist sozusagen das, was uns einnimmt. Und diese Unbestimmtheit, dass wir nicht wissen, dieses Land führt einen Krieg mit einem anderen Land, sondern alles ist sozusagen der totale Krieg im schlimmsten Sinne. Das zeichnet sozusagen diese moderne Form, wie Sie es so schön beschreiben, von einem Terror, was dann natürlich auch medial dann eine andere Übergegenwärtigkeit gewinnt. Milad, ich würde gerne noch mal, wo wir schon bei dem Punkt sind, also wenn ein Terroranschlag passiert, dann ist der erste Gedanke, das ist wieder ein islamistischer Terroranschlag. Ach. Ja, das ist so. Also ich meine, das ist so, wenn wir zurzeit darüber diskutieren. Ist das wieder ein islamistischer Terroranschlag? Was heißt das für Sie, dass Islam und Terror im Bewusstsein der Menschen schon irgendwie zusammengehört? Ich kann Ihnen sagen, wie es mir geht, wenn ich von einem Anschlag höre, also ganz biografisch. Mein erster Gedanke ist, und das muss ich wirklich gestehen, weil wir unter uns sind, mein erster Gedanke ist immer, Gott, tu es, dass es kein muslimischer Name zu hören ist. Kein muslimischer Name, kein muslimischer Name, und schön höre ich einen muslimischen Namen. Und bin zunächst betroffen, weil ich weiß, in den nächsten Wochen muss ich Frage und Antwort stehen, ob das was mit dem Islam zu tun hat. Das heißt, Ihnen bleibt der Versuch zu erklären, dass der Islam was ganz anderes ist? Wenn Sie jetzt die heutigen sozusagen Deutungen sehen, terroristischer Provenienz, sie wären nicht salonfähig. So ein Verständnis ist bar jeglicher Vernünftigkeit. Das heißt, was ich tun kann, ist nur, dass ich mein Verständnis argumentativ begründe. Warum ich denke, dass meine Religion einen Beitrag leisten will für mehr Frieden, für mehr Menschlichkeit. Und wenn meine Argumentation gemäß meiner Religion für Sie plausibel ist, dann ist das eine Ansicht, worüber man denken kann, worüber wir diskutieren können. Ich kann mich irren, es kann ein anderer sein, wie Herr Kermani, der eine bessere Argumentation hat. Und dadurch ist er sozusagen überlegen und ich versuche ihm beim nächsten Mal noch bessere Argumente zusammenzubinden. Aber zu meinen, es gibt sozusagen eine islamische Tat, und zwar islamisch. So etwas gibt es nicht. Also immer dann, wenn wir von so einem Adjektiv hören, da zucke ich zusammen, weil das bedeutet gar nichts. Nicht außer Label, Etikettierung. Mhm. Islamische Zeitung. Die Zeitung ist ja nicht islamisch. Sondern es geht dann um eine Zeitung, bei der es um islamische Themen geht. Ja, nenn das Ding auch so. Also wenn wir aber so tun, als gäbe es ein islamisches Restaurant, islamische Kleider, das alles ist ja nicht mit diesem Adjektiv gemacht. Ja, aber trotzdem, wenn wir herausfinden wollen, wodurch entstehen Unsicherheiten und Menschen verhalten sich ja auch entsprechend, werden misstrauischer gegenüber, auch zum Beispiel Muslimen. Also wenn wir Diskussionen anschauen, wie sie auch bei uns in Deutschland stattfinden, die Verbindung zwischen Terror und Islam, wie es immer wieder hergestellt wird, was bedeutet das? Also was für Ängste löst das auch aus, die irrational sind, die aber trotzdem unser Miteinander und wie wir miteinander umgehen bestimmen? Der Punkt ist doch zweierlei, für mich jedenfalls. Was den Islam betrifft, in dem Augenblick, wo Menschen sich auf den Islam berufen, hat das mit Islam zu tun. Wenn im Namen Deutschlands 6 Millionen Juden umgebracht worden sind, dann kann man doch nicht sagen, dass das nichts mit Deutschland zu tun hat. Und genauso, wenn Menschen im Namen des Islams Menschen umbringen, ganze Länder verwüsten, Mädchen aus den Schulen sperren, Dörfer anzünden, dann kann man doch nicht sagen, dass das nichts mit dem Islam zu tun hat. Und gerade diejenigen, die, wenn ich wieder die Analogie setzen kann, gerade diejenigen, die meiner Sicht die besseren Deutschen waren, die ins Exil gegangen sind, die im Widerstand waren, die gekämpft haben, das waren doch die, die sich gerade umso mehr mit deutscher Geschichte, deutscher Kultur, mit deutscher Musik auseinandergesetzt haben, um zu sehen, wo sind denn die Wurzeln dieses Terrors, dieses Denkens. Natürlich ist Nietzsche nicht verantwortlich für den Faschismus, aber es gibt natürlich geistesgeschichtliche Linien, Traditionen, etwa auch im Militarismus, in bestimmten geistigen Strukturen, die zu diesem Faschismus, diesem Nationalsozialismus geführt haben. Und dann mich einfach bequem hinzulegen und hinzusetzen und zu sagen, Goethe ist aber ganz anders. Natürlich war Goethe anders. Aber
man muss doch auch sehen, dass Hitler sich auf deutsche Kultur berufen hat. Hitler hat Deutschland über Amerika gestellt. Sein Argument war, wir haben mehr Opernhäuser. Das heißt, die Nationalsozialisten haben mit deutscher Kultur argumentiert. Und genauso argumentieren Islamisten mit dem Islam. Sie argumentieren mit dem Propheten. Und dann zu sagen, das hat aber nichts damit zu tun, ist etwas zu banal. Zugleich, und wenn ich diesen Gedanken noch hinzufügen darf, dürfen wir aber nicht, meine ich, in die Falle von Fundamentalisten gehen. Fundamentalisten sagen, das hat alles mit Religion zu tun. Ich gehöre nicht zu denen, die sagen, die den religiösen Faktor aussperren. Aber natürlich würden wir selbst fundamentalistisch argumentieren, wenn wir glauben würden, dass all diese Konflikte ursächlich mit der Religion zu tun haben. Religion ist ein Medium, um bestimmte Unzufriedenheiten zu artikulieren und vor allem auch Gegnerschaften herzustellen. Wir gehören zu denen und die gehören zu denen. Aber all die Konflikte, über die wir sprechen, haben natürlich auch politische, soziale Ursachen, über die meines Erachtens zu wenig nachgedacht wird. Es ist eine Beleidigung für jeden Intellektuellen, wenn man behauptet, Islamismus oder islamistischer Terrorismus habe mit dem Islam nichts zu tun. Wir sollten uns auch von dem hilflosen Versuch da verabschieden, zu sagen, das eine ist das Gute, das andere ist das Böse, sondern das hat natürlich miteinander zu tun. Aber da darf die Diskussion nicht stehen bleiben. Vor allem darf sie meines Erachtens auch nicht darauf hinauslaufen, dass wir quasi von den Muslimen erwarten, dass sie sich sozusagen verteidigen und uns bitte schön erklären, wo denn die Unterschiede sind und für sich dann auch immer in so eine Verteidigungshandlung zu kommen, nach dem Motto, jetzt bist du da, jetzt sitzt du auf dem Stuhl und du erklärst jetzt bitte mal, warum das die Bösen sind und das die Guten sind. Ich finde, wir müssen uns an dieser Diskussion beteiligen, nicht im Sinne von hochnäsig mit erhobenem Zeigefinger, was ja auch ganz gerne passiert, so nach dem Motto, die Muslime sitzen ja noch in den Höhlen. Da darf ich nur daran erinnern, Perser zum Beispiel haben schon Schach gespielt, da haben wir und haben mit Zahlen schon gerechnet, da haben wir in Mitteleuropa noch auf den Bäumen gehockt. Ägypter haben schon Körperhygiene betrieben, da haben wir noch gestunken und konnten uns gegenseitig nicht riechen. Also ich sage mal, das sind alles Dinge, die man, glaube ich, auch in dieser Diskussion noch mal deutlich machen muss. Das geht hier nicht von oben herab. Wir sind schon weiter und die müssen jetzt erst noch irgendwie 200-300 Jahre aufholen, sondern wir müssen das in einem vernünftigen Dialog miteinander tun. Und was mir wichtig ist, wir gehen im Grunde genommen den Terroristen schon auf den Leim, wenn wir uns dann schon distanzieren von den Muslimen, auch mit denen wir in unserer Gesellschaft gemeinsam leben und sagen so nach dem Motto, Moment mal, jetzt verteidigt euch erst mal bitte. Fania. Well, yes, you know, we Jewish women are not used to sitting quietly for so long. Yeah, I know. Also, Geraldine. Yes, I will definitely give you the space later on. First of all, we have to map out, and I'm following up on everybody here. The difference between Scylla and Charybdis, or the two extremes, and here the two extremes are the poison of generalization and the crude denial, sycophantic denial of political correctness. And I don't want to be either here or there, either in Islam is terror or in Islam has nothing to do with terror. I want to be in some kind of a golden middle, which Aristotle told us is never the exact middle, but there is a golden middle. Now, we do agree, we do know that Germany, as it is today, had something to do with Nazi Germany. That Islam, as it is today, has something to do with terror. That much further down the line, on a lesser evil scale, Zionism, as it was and is today, has something to do with the evil done to the Palestinians or with current Israeli national chauvinism. But God is in the details. I'm an atheist, but I believe in details. And the details are what we need. We need to be careful, honest, and nuancing. Nuancierung, this is a key word here. And the way we put a great effort into saying that, yes, Islam has a way of breeding particular terror groups, but this is not what Islam is all about. Or that Germany still carries some of the worst symptoms of the Nazi past, but this is not current Germany, not what it's mainly about. I wish there had been more attention to my Israel and to Zionism. I'm a Zionist from my great, great
grandparents, grandparents and parents. But not that kind of Zionism of the settlers on the hill or of the present-day government coalition, but a humanist two-state solution Zionist. I would like to see the same generosity, the same discerning generosity given today to Islam at its best, and Germany at its best, also to Zionism at its best. I will refuse to have Zionism become a swear word. Mm-hmm. Now, going back to the question of what terror is doing to modern societies, remember we said before that terrorism is a modern term because much of the world is bourgeois and comfortable and relying on a global economy, and it's very easy to punch it in the tummy right now because it is comfortable, because it is post-enlightenment. This is where modern terror come to be. But modern terrorism, especially of the left-wing kind, going back to Bader Meinhof and the Red Brigades, and of the Islamic kind today, is dancing tango with the extreme right in almost every Western democratic country. They are the partners that terrorists are encouraging the extremist right and vice versa. And that is something that I think we should pay attention to, certainly in this country, certainly in my country, I think also in the United States. Because in this case, Israel, to use the wonderful metaphor of my friend Diana Pinto, Israel was like the canary deep in the mine. When the miners see that the canary is getting sick, they should quickly do something about it, like get out of the mine. And Israel was the first sick canary of the democratic West. It faced jihadism. It developed a chauvinistic, nationalist, extreme right. By the way, not the worst kind of it in the world, but bad enough for us. What I would like to see is how this signal sent from Israel, you know, we also give the world high tech and medical breakthroughs, but we also gave this single signal. How can this signal encourage Western democracies to be cautious, wise, and nuancing, but also to begin to undo this unholy mutual support, this tango dancing between Islamist terrorism and the rise of the populist extreme right. Mm-hmm. Danke dir, Fania. Geraldine, ich würde gern die Runde erweitern. Ich wollte gern kurz reagieren und ich glaube, Herr Kramer hat es gemeint, dass wir hier auch so, es ist eine intellektuelle Runde. Und natürlich ist es einfach in so einer Runde komplex zu denken und zu erwarten, dass alle so komplex denken. Aber ich glaube, man sollte realistisch sein und denken, wie vielleicht eine Mehrheit denkt über Islam und Terrorismus. Es gibt auch soziologische Studien, die bezeugen, dass wenn man in den Medien oder wenn Politiker immer wieder das Wort Moslem und Terror oder Flüchtling und Vergewaltigung, wenn diese Worte immer einen nacheinander gesagt werden und wiederholt werden, dass es dann auch irgendwann gibt es eine Assoziierung im Kopf. Und das sogar bei Menschen, die es bewusst eigentlich leugnen, dass es diese Assoziierung gibt, dass es eigentlich schon zu spät ist, dass wenn Sie in der Zeitung lesen, es gab einen Terroranschlag, da denken Sie auch gleich Moslem. Und ich glaube, um eine Komplexität herzustellen heute, ist es wirklich sehr, sehr schwierig, was Sie sich jetzt wünschen, weil es gibt Stimmen, Strömungen, die genau das anbieten, was auch viele Menschen hören wollen, das heißt scheinbare klare Lösungen zu scheinbare klare Probleme. Und wir sollten nicht unterschätzen, dass die Menschen in das Thema heute, weil es zu viel ist, sehnen sich nach Klarheit, sie sehnen sich nach Simplifizierung. Und da können wir diesen Kampf verlieren, wenn wir nur in kleinen intellektuellen Kreisen denken. Wie kommen wir da raus? Ich würde das mal sehr praktisch sehen. Herr Kramer?
Wie sieht es mit der Kompetenz, mit diesen sozialen Medien umzugehen überhaupt aus? Wir sind schon viele Schritte weiter, haben aber dabei vergessen, dass viele, die sich in diesen sozialen Medien bewegen, eigentlich gar nicht wissen, was sie zum Teil damit anrichten oder es sehr genau wissen und eben auch genau einsetzen. Umgekehrt, wir aber auch aus der vermeintlichen Politik, aus denjenigen, auf die wir schauen in einer Gesellschaft, das sind nicht nur Politiker, das sind auch gesellschaftliche Gruppen, die uns in irgendeiner Form auch einen inneren Kompass geben sollen, die uns ein Stück weit führen sollen, die uns auch beruhigen sollen, die auch den Eindruck vermitteln sollen, man habe das, den Tanker sozusagen unter Kontrolle, mit dem wir unterwegs sind. Ich erlebe im Moment, bis auf ganz wenige Ausnahmen, und da möchte ich zum Beispiel Wolfgang Schäuble beim Tag der Deutschen Einheit mit seiner Rede erwähnen, lobend erwähnen, ich sehe ganz wenige Politiker, die den Eindruck vermitteln, dass sie überhaupt noch wissen, was sie tun und dass sie überhaupt noch irgendwo ein Ziel haben, wo die Reise hingehen soll. Geraldine, Sie haben sich mit Geschichte beschäftigt. Wir haben gesehen, wie tatsächlich wieder auf den Begriff Judendeportation geantwortet wird und gerufen wird. Haben Sie gedacht, dass das in Deutschland nochmal wieder möglich sein wird? Nein, und das ist einer der Gründe, warum ich auch das Buch geschrieben habe. Also das ist wirklich so aus ein Gefühl der Dringlichkeit gegenüber diese Irrationalität, die wieder den politischen Diskurs beherrscht. Natürlich hätte ich nicht gedacht, dass es möglich wäre. Irrationalität und Unsicherheit, Identitätskrisen. In diesem Kontext, das ist ein Kontext der Krise und das hatten wir schon vor einem Jahrhundert, gab es auch eine gewisse Irrationalität, die den politischen Diskurs beherrscht hat. Heute ist es noch schwieriger zu verstehen, weil wir haben ja ungefähr 50 Jahre Erinnerungsarbeit hinter uns. Und die Frage, die ich mich gestellt habe, ist, was ist passiert? Haben wir vergessen, ist diese Erinnerungsarbeit eigentlich gescheitert? Und ich glaube, dass die Antwort ist, dass diese Erinnerungsarbeit für einen Teil, also Generationen wie meine Eltern und wie meine Generation, hat diese Erinnerungsarbeit eigentlich ziemlich gut funktioniert. Vielleicht, weil auch irgendwie, wie auch Fanja vorher meinte, gab es noch diese Erfahrung des Krieges und die Erfahrung des Holocaust war noch irgendwie in der Luft. Meine Eltern haben zwar den Krieg nicht miterlebt, aber die Nachkriegszeit und das haben sie dann direkt weitervermittelt. Ich glaube, für die nächsten Generationen ist es sehr, sehr schwierig, sich mit dieser Zeit zu identifizieren und allgemein mit Krieg zu identifizieren. Und ich glaube, ein Ergebnis dafür ist ein Mangel der Empathie, wie wir sie heute leider zu oft beobachten, weil es fehlt die Erfahrung. Also wie kann man diese Erinnerung vermitteln, indem es so wie eine Erfahrung wirkt? So wie wenn ein Kind das Feuer berührt und weiß, es brennt. Ja? Ich habe überlegt, dass wichtig in dieser Erinnerung sind vielleicht weniger die Fakten als die psychologischen Mechanismen, die Menschen oder eine ganze Gesellschaft sogar dazu bewegen, Verbrechen zu begehen. Und wie reagiert ein Mensch, also wir und eine Gesellschaft in Terrorsituationen, also wenn Angst herrscht, Unsicherheit und wenn auch diese Situation vielleicht instrumentalisiert wird durch Strömungen, die sehr gut wissen, wie man Menschen in dieser Situation manipulieren kann. Und das ist, ich glaube, dass die wichtigste Erfahrung, die man aus der Geschichte lernen kann, ist genau diese. Auch kann man aus der Geschichte lernen, wie man Widerstand leisten kann. Also inwiefern man wachsam bleiben muss, inwiefern man nicht aus Angst konformistisch reagiert, sondern immer jeden Tag, sei es in der Familie, im Taxi, in der Schule, bei der Arbeit, immer seine Meinung äußern muss und seine Werte verteidigen muss im Alltag. Und ich glaube, das sind Sachen, die man aus der Geschichte lernen kann. Und wenn mit dem, was Sie auch beschreiben, ist, wenn wir auf den Rechtspopulismus gucken, der sich nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa, in anderen Ländern noch stärker, wenn man es so gewichten will,
hat auch was damit zu tun, wie man sich nach dem Zweiten Weltkrieg damit auseinandergesetzt hat, ist Ihre These, ja, die ich gelesen habe und die ich sehr interessant fand. Dumm nur, dass das in Deutschland nun auch nicht mehr funktioniert, weil Sie eigentlich den Deutschen ein wahnsinnig gutes Attest gegeben haben, indem Sie sagten, diese Auseinandersetzung in Deutschland mit dem Zweiten Weltkrieg, mit dem Holocaust, mit der Frage nach Schuld sei wirklich vorbildlich gewesen. Also es funktioniert nicht, ja, ganz. Ja, also ich meine, es ist keine Errungenschaft auf ewig. Man muss es immer weiter ernähren. Ich denke, das hat sehr gut für mindestens zwei Generationen funktioniert. Und heute muss man vielleicht neue Wege finden. Aber in Deutschland ist es schon so, dass die Erinnerungsarbeit hat sich fokussiert auf den Mitläufer oder auf den Bystander auf Englisch. Also entweder jemand, der etwa ein bisschen mitgemacht hat, aber kein Täter ist, oder jemand, der apathisch zugeschaut hat. Und das war wirklich ein Kern der Erinnerungsarbeit in Deutschland. Das war nicht der Fall in Frankreich, auch wenn viel gemacht worden ist. Und in Ländern wie Italien und Österreich wurde die Erinnerungsarbeit entweder sehr spät angefangen oder fast nicht gemacht oder verkehrt gemacht, auf Mythen basiert. Und ich beobachte nur, dass in diesen Ländern heute rechtsextremistische Parteien an der Macht sind. Und ich glaube, in Deutschland gibt es auch vielleicht einen Grund oder ein Gedanke, den man haben könnte, dass also die neuen Bundesländer, in den neuen Bundesländern wurde überhaupt keine Erinnerungsarbeit geführt, 40 Jahre lang. Es galt ja der Mythos, dass in Ostdeutschland gibt es nur Kommunisten, also kann es nicht möglich sein, dass diese Menschen den Nationalsozialismus unterstützt haben. Und so während Westdeutschland wirklich ein Kern des Aufbaus seiner Demokratie war, die Erinnerungsarbeit, wurde in den neuen Bundesländern nicht gemacht. Es sind auch nicht mehr diejenigen, über die wir uns immer erhoben haben, mit den Stiefeln und mit der Erscheinung, mit dieser Unbildung. Sondern jetzt haben wir mit Menschen zu tun, die Professoren sind. Also wohl erzogen, bestens gebildet, Zeitungsleser, und sie zeigen uns sozusagen einen Spiegel von dem, was wir falsch gemacht haben. Und ich glaube, das ist etwas, was man jetzt nicht einfach sich kleinreden kann. Da würde ich euch beiden beipflichten, wenn ihr sagt, Erinnerungskultur ist sehr wichtig, aber wenn es bloß nur ein Mahnmal ist und nicht begriffen werden kann, dann ist das wirklich nur noch Fassade. Das heißt, ich bin davon fest überzeugt, wenn ich auch noch nie in einem Konzentrationslager gewesen bin, dass ich es erklären kann, warum es falsch ist, Antisemit zu sein. Warum es falsch ist, Menschen hinsichtlich ihrer Hautfarbe, ihrer Religion, ihrer Ethnie, was auch immer, zu hassen. Das kann man begründen. Dafür braucht man nichts zu sehen. I will offer a metaphor, not from me, from my father, about the Second World War. With all the catastrophe, it was also an extremely painful and extremely effective immunization shot. And Europe, especially Europe, but perhaps much of the rest of the world, remained immunized for about two, maybe three generations. It began to weaken, to die out in the Yugoslav War of the 1990s and thereafter. And we have to realize we live in an age in which the almost chemical immunization of the Second World War and the Holocaust is disappearing. We are back to square one. We no longer have the immediate traumatic rejection of extreme violence. This is one point that I think we need to keep in mind. Secondly, I will use the term apocalypse, of course, in the modern way, not in the ancient or Christian way. The only real post-apocalyptic society today is Israel or Israeli Jews. We have been through our apocalypse. We are living now in a post-apocalyptic bunker. I have to say it's a very nice bunker. Life can be very good there. The grass is green, the sky is blue. It's the best of all science fiction, post-apocalypse novels that I've ever read. But it is post-apocalyptic. And we have that mentality, for better and worse. It explains much of the politics, including the extreme
politics. Never again shall we be taken on the trains. We shall die standing, we shall die fighting. I don't like this discourse, but it's very much part of the DNA. You in Europe, Germany included, despite the memories and the pain, are not post-apocalyptic. No, I think, is the Middle East. And we are moving somewhere which is not good. I'm not sure if we're moving towards a real apocalypse, but we are losing the memory of the greatest trauma in the Middle East. We are losing even the more immediate memories of the post 9/11 era, or the horrible Iraq war, and so on. We remember too little, and our children are too glued to their smartphones in this sense. And I will tell you something very Jewish. It's intergenerational. It has to be done grandmother to granddaughter. It has to be done father to son directly. Everyone sitting in this audience will have to go home, gently remove the smartphone from their granddaughter's hands, look in her eyes and say, I have to talk to you. I have something to tell you. I have something to tell you about the past, but also about the book of Genesis, chapter 1, the distinction between, oh, sorry, chapter 2, the distinction between right and wrong. We cannot trust ministries, with all due respect. We cannot trust intellectuals, myself included. We cannot trust panels, and I love this panel. If it's not grandfather to granddaughter, we are in trouble. So please, as a post-apocalyptic, let me tell you, try to prevent the apocalyptic, and this is the only way. So I'm not here to tell Europe what to do, but I will say this, dear Europeans, please get your house in order and do it fast, because the rest of the world is deteriorating fast. Do not leave us with Putin and Duterte and Kim Jong-un and Donald Trump. We need you, Europe. Please get your act together. Heute Abend haben wir gesagt, weil es zu viel ist, hier in der Bundeskunsthalle in Bonn. Ich sage ganz herzlichen Dank erstmal meinen Gesprächspartnern. Stefan Kramer, Milad Karimi, Geraldine Schwarz, Navid Kermani, Fania aus Salzberger. Danke Ihnen, Sie waren wirklich klasse. Sie haben konzentriert und ruhig zugehört. Man, als Moderatorin hier sitzend und sich auf die Runde konzentrieren, denkt man ja mit einem Ohr, doch, Sie sind noch da. Herzlichen Dank für diese Konzentration und Dankeschön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns gemeinsam nachzudenken. Ich freue mich, wenn Sie wieder hier sind in der Bundeskunsthalle am 6. Februar nächsten Jahres, dann mit einem ganz anderen Thema. Sie glauben es nicht, es passt zur Bundeskunsthalle, Philosophie und Mode. Wird dann das Thema sein, über das wir hier diskutieren. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Danke Ihnen nochmal und einen guten Weg nach Hause. Merci, danke schön. Danke.